Tag, liebe Studentinnen, liebe Studenten, herzlich willkommen. Wir sind immer noch also auf Einheit Nummer 4 unserer Vortragsreihe läuft. Und da haben wir hier ein interessantes Bild. Was sehen Sie auf dem Bild? Was sieht man auf dem Bild? Was sieht man auf dem Bild? Wir sind noch bei Einheit Nummer 4. Was sieht man hier auf dem Bild? Auf dem Bild, was denkt ihr? Was machen die Jungen? Was machen die Jungen? Was machen die Jungen auf dem Bild? Sie besichtigen eine Wohnung. Die Jungen besichtigen eine Wohnung. Wir sagen, die Jungen besichtigen eine Wohnung. Sie besichtigen. Besichtigen heißt Yasurun. Sie besichtigen eine Wohnung. Die Jungen besichtigen eine Wohnung. Yasuruna, Wohnung, ja? Sie besichtigen eine Wohnung. Die Jungen besichtigen eine Wohnung. Jetzt, ich sehe die Jungen. Die Jungen besichtigen eine Wohnung. Die Jungen besichtigen eine Wohnung. Besichtigen heißt besuchen. Da ist die Küche und das ist hier ein Wohnzimmer. Die Heizung. Das ist die Heizung. Das ist die Heizung. Das sind die Jungen. Das sind die Frauen. Und das ist der Junge. Vielleicht, wahrscheinlich sind sie Studenten. Die Studenten besichtigen die Wohnung. Die Studenten, At-Tullab, malhum bizuru sakan bihadaf al-ittila' alayh lil-ijar. Die Studenten besichtigen die Wohnung. Besichtigen die Studenten besichtigen die Wohnung. Die Heizung, ja, die Studenten besichtigen die Wohnung, die Studenten besichtigen die Wohnung, die Studenten besichtigen die Wohnung, ja, gut, jetzt. Wir hören einen Text, also zur Besichtigung einer Wohnung. Also wir hören einen Text zur Besichtigung einer Wohnung zusammen und wir versuchen auch die richtige Antwort zu wählen. Das ist gerade hier. Genau. Eine Wohnungsbesichtigung. Wohnungsbesichtigung ist ein Ziyarat al-Maskan. Eine Wohnungsbesichtigung. Was ist richtig? Mach was sahih. Hören Sie und kosten Sie an. Ja? Übung 5. Guten Tag, Frau Wenke. Hier ist vielleicht Ihre Traumwohnung. Hallo, Herr Meier. Na ja, mal sehen. Die Wohnung hat 3 Zimmer. Hat die Wohnung auch einen Garten? Nein, sie hat keinen Garten, aber es gibt einen Balkon. Hier. Schön. Aber der Balkon ist sehr klein. Was kostet die Wohnung? Sie kostet nur 550 Euro. Das ist sehr billig. Gut, dann nehme ich sie. Also, die Wohnung hat 3 Zimmer, einen Balkon und 550 Euro kostet. Die Wohnung kostet 550 Euro. Jetzt. Ergänzen Sie also die, den bestimmten oder unbestimmten Artikel im Akkusativ. Liebe Claudia. Liebe Claudia, wir haben ein Haus. Wir haben ein Haus. Unbestimmter Artikel. Unbestimmter Artikel, Akkusativ, heißt ein aus das, heißt einen aus der, heißt auch die oder eine.
aus die. Das ist unbestimmter Artikel. Eine. Okay? Wir haben ein Haus, endlich. Achieren. Unser Haus ist sehr alt und hat 5 Zimmer. Oben gibt es einen Balkon. Das Wohnzimmer ist groß, aber ich finde die Küche zu klein. Das Haus hat einen Flur. Er ist lang, طويل und dunkel und muslim. Wir haben auch Garten. Der Garten. Was ist hier? Wir haben auch... Richtig, einen. Wir haben einen Garten. Ich finde, nach finden kommt immer bestimmter Artikel. Also bestimmten Artikel, unbestimmter Artikel. Bestimmter Artikel, also das, den, die. Also ich finde den Garten sehr schön. Und du, was machen die Kinder? ماذا يفعل الأطفال؟ Viele Grüße, Julia. Ja? Gut, weiter. Das ist sehr wichtig. Das kommt in der Prüfung vor, liebe Studentinnen, liebe Studenten. هذا بيجي في الامتحان. بنركز عليه كتير. سؤال مهم. Das ist so, das ist die Einladung. Zwei Leute besuchen ein Paar. Ein Paar besucht ein Paar. في كابل عم بيزور كابل. Ja? Und hallo Antje und Thomas. Vielen Dank für die Einladung. Hallo, ja, Antje und Thomas. Wa shukran kathiran ala dawa. Gut. Ja, kommt rein. Tchulu, tafaddalu. Kommt rein. Eure Wohnung ist ja ganz neu. Eure Wohnung ist ja ganz neu. Thomas, ist das dein Zimmer? Hal hada ghurfatak. Dein Zimmer, nein, Rolf Thomas. Ja, das ist mein Arbeitszimmer. Das ist mein Arbeitszimmer. Und hier links ist Küche. Die Küche gehört keine Person, also gehört die ganze Familie. Also das ist unsere. لأنها تملكها كل العائلة الكوشة. Das ist unsere Küche. Oh, die ist aber groß. Küchitkom. Eure Küche ist sehr schön. Ist das Zimmer von Antje? Ja, das ist Herr Zimmer, ihr Zimmer. Das ist ihr Zimmer. Und wo ist euer Schlafzimmer? Hier rechts und hier ist unser Wohnzimmer. Möchtet ihr etwas trinken? Weiter. Also, Gegenteile, das sind Adjektive und Gegenteile. Was sagt man? Also, was sind Gegenteile von groß? Groß, richtig, klein. Dunkel, Muslim. Dunkel, hell. Leise, laut. Links, rechts. Teuer, billig. Alt, neu, wenig, viel, lang, kurz. Und ergänzen Sie hier auch, oder wählen Sie die richtige Adjektive. Ja? Satz Nummer 1, was passt? Die Wohnung kostet 900 Euro. Wenn die Wohnung kostet 900 Euro, das findet Maria und Nils teuer. Schön oder klein, das findet Maria und Nils 900 Euro teuer. Teuer, sicherlich teuer. Anja
wohnt im Studentenwohnheim. Das Zimmer ist nur 14 Quadratmeter groß. Ja, weiter. Also, das ist groß. Das ist also, Maria und Nils finden die Wohnung teuer. Bruno und Heide wohnen in einem Bauernhaus. Be'ishu fi beit Rifi. Es ist ziemlich bschekeln wadah, was alt. Bauernhaus ist ziemlich alt. Weiter. Jetzt, Familie Gale hat ein Haus mit Garten. Der Garten ist groß. Wir haben einen großen Garten. Ich sage, wir haben einen großen Garten. Wir wohnen in der Stadt, im Zentrum. Es ist leider etwas, also im Zentrum. Wie ist die Wohnung im Zentrum? Na, störend, muss ich, also laut. Die Wohnung ist laut. Petra lebt in Köln. Ihre Wohnung ist klein. Aber der Flur ist breit und lang. Lang, tawil, bitte. Lang, ja? So sagt man. Lang. Ihre Wohnung ist, also der Flur ist lang. Der Flur ist lang. Und noch eine kleine Übung. Das ist zu was. Zu heißt, der Adjektiv ist doch reflektiert Negativität. Stärkes Negativity. Wir sagen, der Stuhl ist so klein. Zu klein. Zu klein. Und das Haus ist zu alt. Wir sagen, die Musik ist zu laut. Zu laut. Und das Auto ist zu lang. Ist zu lang. Ein Zimmer im Studentenwohnheim, das ist also, was sehen Sie im Bild? Das ist ein Zimmer. Wie beschreibt man das Zimmer? Wie kann man das Zimmer beschreiben? Wie heißen die Möbel und Gegenstände? Ja, jetzt das Bett. Das ist das Bett. Das Bett. Okay. Was ist Nummer zwei? Ja, richtig, der Schrank. Okay, was sieht man hier? Nummer drei. Ich finde kein drei. Nummer zehn. Das ist Nummer 10. Was ist das? Das ist der Nummer 10. Das ist das Buch. Nummer 11. Der Sessel. Wenn nicht das Buch, das ist die Kommode, il Comodino, die Kommode. Ja? Und Nummer 12, der Teppich. Und Nummer 9, der Drehstuhl. Nummer 8, das ist der Laptop. Nummer 7, der Tisch. Was noch? Ich sehe keinen mehr. Also Nummer 3, das ist das Bücherregal. Nummer 4,
Das ist das Fenster. Was kommt noch? Nummer 6. Nummer 6. Ah, der Spiegel. Was ist Nummer 5? Nummer 5. Ah, die Stehlampe. Das ist die Stehlampe. Ja. Das sind alle. Okay? Gut. Ich denke, bisher können wir nur noch das Zimmer beschreiben. Beschreiben Sie das Zimmer. Wie finden Sie das Zimmer? Ich finde das Zimmer von David. Wie finden Sie das Zimmer? Schreiben Sie zwei Sätze. Ich finde das Zimmer klein und hell. Das Zimmer ist chaotisch. Und hat chaotisch, مش مرتبة, فوضوية, chaotisch und hat viel Möbel. تملك كتير من الأثاث. Das Zimmer ist chaotisch und hat viel Möbel. Das Zimmer ist chaotisch und hat viel Möbel. Nummer 16. Ergänzen Sie die Artikel. Arbeitszimmer. Was ist Artikel von Zimmer? Sicher das. Küchentisch. Der Tisch. Kinderzimmer. Das Zimmer. Bürostuhl. Der Stuhl. Bücherregal. Regal. Das Regal. Wohnzimmerschrank. Der Schrank. Schreibtischlampe. Die Lampe. Esstisch. Der Tisch. Küchenstuhl. Der Stuhl. Der Stuhl. Ja? Also bisher kommen wir zu Ende Einheit Nummer 4. Da gab es also ein paar Sachen, die wollten wir also zusammen lösen, also die Übungen. Jetzt kommen wir auf Einheit Nummer 5. Einheit Nummer 5, Termine und Verabredungen. Termine und Verabredungen. Wir kommen nicht auf Einheit Nummer 5. افصل سكر هيك شوي الان خلينا نبدا بدي اعيد اللي حكيته لانه غلط بدنا نرجع فيه برجوع بدي ارجع فيه برجوع يعني بدي ارجع لغايه هون لا نو يلا من هون also jetzt wir kommen auch zum letzten Text unserer Einheit die Einheit Nummer 4 also wir lesen. Wohnen in einer Wohngemeinschaft. Wohnen in einer Wohngemeinschaft. Al-Sakan fi Sakanin Mushtarak. Ja? Wohngemeinschaft, das ist Julia. Sie lebt mit Paula und Viola. Also was sehen Sie im Bild? Ich sehe drei Frauen. Sie leben zusammen. Die drei Frauen leben zusammen. Das sind Paula, 21 Jahre alt. Julia, 20 Jahre alt und Viola, 22 Jahre alt. Wohngemeinschaft. Wir sagen, das ist Julia, sie lebt mit Paula und Viola zusammen in einer Wohnung. Sie sind Studentinnen, Freundinnen. Sie sind Studentinnen, heißt das die Studentin. Wir sagen die Studentin, ja? Und wir sagen auch die Freundin, As-Sadiqa.
Jetzt Pluralform, wir sagen die Studenten, die Studentinnen. Also die Studentinnen und die Freundinnen, die Freundinnen. Die Studentinnen, Freundinnen, Studentinnen, Freundinnen. Also die Freundin, die Studentin. Das ist Julia, sie lebt mit Paula und Viola zusammen in einer Wohnung. Sie sind Studentinnen und Freundinnen. Sadiqat wa aydan Talmidat. Die Wohnung ist in der Nähe von der Universität. Die Wohnung huwa ala maqriba min al-jami'a. In der Nähe ala maqriba min. In der Nähe von der Universität min al-jami'a. Sie ist 120 Quadratmeter groß. Sie huwa al-Wohnung. Betuuda al-Wohnung. Sie ist 120 Meter groß und hat 4 Zimmer. Wa yamlik arba ghuraf. Die Zimmer von Julia, Paula und Viola. Eine Küche. Wa kitchen. Ein Wohnzimmer. Ein Wohnzimmer, yani Wohnzimmer also heißt Dining Room, ein Bad und eine extra Toilette. Wa Toilette extra. Die Küche ist groß. Die Küche ist groß. Die Kitchen kbir. Eine Wohnküche. Huwa ibara an Wohnküche. Ibara an yani, Kitchen sakani. Hier kochen Julia, Paula und die Viola gerne. Sie essen sehr gerne zusammen. Berklu Mabad, Mabadihum al-Bad. Die Wohnung kostet 850 Euro. Die Wohnung bekäuft 150 Euro. Ja? Für eine Studentin ist das zu teuer. Bekun hada ghali. La eine Studentin. La wahde min al-Talibat. Für drei Studentinnen ist okay. Für drei Studentinnen ist okay, ja, es ist okay, بكل ثلاث طالبات, okay. Die drei Freundinnen finden die Wege super. Die drei Freundinnen finden also die Wohnung super. Freundin und die Freundinnen. Freundin, Freundinnen. جمع المؤنث السالم يضاف إلى ننن. Ja, wie Kursteilnehmer und Kursteilnehmerin, Kursteilnehmerinnen. Ja? Und Freundin und die Freundinnen und Sadiqat. Student, der Student, die Studentin, die Studentinnen. Ja, die Studentinnen, bitte. Ninin. Also, بيضاف المقطع الصوت ninin, لما بنحكي. Ja, Freundin, Freundinnen. Studentin, Studentinnen. Kursteilnehmerin, Kursteilnehmerinnen. Ninin, ninin, شوف كيف المقطع اجا ninin. هذا شوية بتغلبوا في الطلاب بس سهل هو ninin, ninin, ja, Freundinnen, Freundinnen, so, Studentinnen, Kursteilnehmerinnen, okay? Jetzt in blau, wir lesen, in Deutschland leben, ja, Studenten in einer Wohngemeinschaft. هذا السكن المشترك اللي اجانا في بداية الوحدة. Eine Wohngemeinschaft. Eine Wohngemeinschaft hatte zwei oder mehr Personen. Bimlek, واحد أو أكثر من الأشخاص. Man nennt sie Mitbewohner. الإنسان بسميهم الساكنين مع. Die Mitbewohner, الساكنين معي. Die Mitbewohner, Classmates, ja, und Roommates. Also Mitbewohner. Roommates هم المتبewohner. Mitbewohner, من يسكن معي. Sie heißen Mitbewohner. Gut, okay. Jetzt. Wir lösen auch die Aufgaben unten. Was passt? Verbinden Sie. Studenten leben. Leben يعيشون. لاحظوا كيف بنية الجملة. الطلاب يعيشون. وين؟ بدها كمالة. في وين؟ فباجي على الإن. Oft in Wohngemeinschaften, غالباً, oft, غالباً, in Wohngemeinschaften, في سكنات المشتركة. Julia, Paula und Viola. لاحظ, Julia, Paula und Viola, أسماء. واضح إن الجملة بدها فعل حتى تكتمل. Studieren und wohnen zusammen. Studieren und wohnen zusammen. Weiter. Die Wohnung hat was. Die Wohnung يملك. الشيء اللي بيملكه الوونونج بفترض إنه يكون اسم.
Die Wohnung hat was. Hat bisher achki groß, hat die Sifa, macht das Wort. Hat ein Bad, fi isem hayo. Hat ein Bad und eine extra Toilette, wo Toilette sie. Okay. Die Wohnung ist zentral. Hat da die Nota 10. Meine bitte, ihr wollt das schon mal zentral. Sie ist in der Nähe von der Universität. Sie ist in der Nähe von der Universität. Weiter. Die Wohnung ist viel Ziffer, weil er ist 120 Quadratmeter groß. In der Küche kochen. Fil matbach yat buchun. Wer kocht in der Küche? Die Studentinnen alle. Wie heißen? Paula, Viola, also alle zusammen. Heißt das zusammen. Sie kochen und essen zusammen. Sie kochen und essen zusammen. Die Wohnung kostet 850 Euro. Ups, in Rot. 850 Euro. Und die drei finden was? Die drei finden. Die drei finden die Wege super. Ja, gut. Also wir kommen jetzt auf Einheit Nummer 5. Einheit Nummer 5 ist eigentlich interessant. Termine und Verabredungen warten auf uns. Die Termine und Verabredungen. Termine und Verabredungen. Wir haben ein paar interessante Bilder. Die sieht man hier. Was sehen Sie auf dem Bild Nummer B? Das ist B vielleicht. Das ist A. Das ist B, genau. Lasst ihr uns also mit dem Bild B anfangen. Was sieht man im Bild Nummer B? Wo sind die Leute? Wo sind die Leute im Bild Nummer B? Im Bahnhof. Die Leute sind im Bahnhof, ja. Die Leute sind im Bahnhof. Im Bahnhof. Jetzt, wir schreiben gleich, also auf dem Vortrag, also auf die Folien, die leeren Folien. Also die Leute sind im Bahnhof. Wo sind sie gerade im Bahnhof? Auf dem Bahnsteig. Das ist Bahnsteig. Rasif al-Intiqal min al-Rasif ila al-Qital heißt Bahnsteig. Das ist der Bahnhof und das ist der Bahnsteig. Und die Leute sind auf dem Bahnsteig. Ja, Al-Bahnsteig. Ja? Al-Bahnsteig. Sie sind im Bahnhof. Sie fahren mit dem Zug. Yusafiruna fil Qital. Wo sind die Frauen? Die Frauen sind im Reisebüro. Im Reisebüro, also hier im Bahnhof. Im Bahnhof. Und hier im Reisebüro. Im Reisebüro. Im Reisebüro. Die Frauen sind im Reisebüro. Im Reisebüro. Okay. Jetzt, was haben wir auf Einheit Nummer 5? Wir haben der Termin, Al-Mawad, und die Plural, die Termine, Al-Mawad. Wir haben die Stunde, As-Sa'a. Die Stunde und die Uhrzeiten. Die Stunde, eine Stunde, zwei Stunden, Samaniyat, Sa'at Samaniyat, die Stunde. Nicht der Student, hey, das ist die Stunde. انتبهوا على السيتنج في اللغة الألمانية في كلمات كتير بتتشابه مع بعضيها بالشكل وبتعطي المعنى مختلف تماما. Also der Student الطالب, aber die Stunde ist الساعة. Wir sagen die Uhrzeiten, الأوقات, die Uhrzeiten, الأوقات, die Stunden, الساعات الزمنية plural, das ist singular, das ist plural, die Stunden. Der Tag, Al-Yawm, und die Tage, Al-Ayyam. Das Jahr, As-Sana, die Jahre, As-Sinin, die Jahre, die Jahre. Was sind die Jahreszeiten? Die Jahreszeiten, Awqat al-Fusul, al-Fusul al-Arba, min das Jahr, biji die Jahreszeiten, die Jahreszeiten, der Sommer, der Winter, der Frühling und der Herbst. Der Frühling, Al-Kharif, und der Herbst, der Frühling, Arabia, der Winter, Shita, und der Sommer, Al-Saif, ja, und die Jahre.
Die Jahreszeit. Jahreszeit, waqtil, waqtil saif. Jahreszeit, au, nee, Jahreszeit, waqtil fasli sana, bishakil am. Fasli sana, die Jahreszeit, und hier sind die Jahreszeiten. Das sind der Sommer, der Winter, Summer, will Winter, der Frühling, Arabia, Spring, der Frühling und der Herbst. Auch die Jahreszeiten, Fusul al-Arba, das ist Plural von Jahreszeit. Der Monat, der Monat, der Monat heißt Al-Month, Al-Shahr, die Monate, Al-Ashhur, die Wochentage. Was sind die Wochentage, Leute? Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Das sind Samstag, Sonntag, Doppel-N, Mittwoch, Doppel-T, Donnerstag, Doppel-N, Sonntag und Donnerstag, Doppel-N, Samstag, ein M, Montag, ein N, Dienstag, ein N. Also Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Wir versuchen mit Hawel fil Beit hadol al Wochentage niktibhum. Niktibhum, ndawinhum, wun'id hakihum. Aschan nihfazhum, yajib innan dawin, lajib innan dawin. Die Jahreszeiten, Fusuli Sana. Die Monate, al Ashhur. Januar, Februar, März, April, Mai. Also Mai, wir sagen Mai aus Englisch. Mai, Mai, 5, Schahal 5, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember, Dezember. Also Januar, Februar, Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember, Dezember, Dezember. Welche Uhrzeiten sind Sie frei? Schul au qatil bitkun fiha free, au indak waqt. Welche Uhrzeiten, yani keinno bihkili, wann haben Sie Zeit? Man, mata ladeika waqt. Wann haben Sie Zeit? Wann haben Sie Zeit? Mata ladeika waqt. Wann haben Sie Zeit? Wann haben Sie Zeit? Wann haben Sie Zeit? Mata ladeika waqt. Wann haben Sie Zeit? Wann haben Sie Zeit? Wann haben Sie Zeit? Welche Uhrzeiten sind Sie frei? Schul auqat li enta fiha free. Yani wann haben Sie Zeit? Ja, wann haben Sie Zeit? Ah ja. Hier, das ist ein Fernbedienung. Remote Control heißt die Fernbedienung. Das ist der Fernseher. Ja? Und das ist die Frau. Was macht die Frau? Was macht die Frau? Die Frau telefoniert unterwegs. Yani hier tu telefon fi tariq, fi tariqiha. Sie telefoniert unterwegs. Unterwegs fi tariq. Die Frau telefoniert unterwegs. Die Frau telefoniert unterwegs. Das ist der Junge unten. Was macht der Junge jetzt gleich? Wir sehen. Also, der Fernseher. Also die Fernbedienung. Fern an Bord. Bedienung Khidme an Bord. Jihaz al-Khidme an Bord. Die Fernbedienung. Aber der Fernseher. Also der Frau telefoniert unterwegs. Mit Telefon für Tariq. Die Frau telefoniert unterwegs. Gut, super. Jetzt weiter unten. Was machen wir noch? Der Junge. Was macht der Junge? Der Junge, also steht auf. Er steht auf. يستيقظ. Steht um 6 Uhr auf. والفعل قابل للانفصال من aufstehen. Er steht um 6 Uhr auf. Er steht um 6 Uhr auf.
Er steht um 6 Uhr auf. يستيقظ في السادسة صباحا. Das ist der Wecker. Der Wecker, المنبه. Der Wecker, geweckt. Und der Wecker hat mich geweckt. المنبه صحاني. Also das ist der Wecker. منبه. Das ist der Kalender. هذه الرزنامة. Der Kalender. Der Kalender. Das ist der Kalender. Das ist der Wecker. Der Junge, er steht um 6 Uhr auf. هو يصحى في الساعة السادسة أو يستيقظ في السادسة صباحا. Steht auf. رح نيجي على هذه الأفعال في الوحدة هاي. القابل للانفصال من الفعل. أصل الفعل هذا auf stehen. Er steht auf. Er steht auf. Ja? Gut. Was noch gibt es? Ja, wir haben jetzt so ein Terminproblem. Wir sagen, wir haben jetzt ein Terminproblem. Wir lesen jetzt den Dialog und wir sehen mal, welches Problem hier ist da. Welches Problem ist eingetreten? Es gibt also Terminproblem. Problem, Muschkele, fil Mawad. Terminproblem, das Terminproblem, ein Terminproblem. Und das ist ein Telefonat. Also jetzt, wir hören einen Dialog am Telefon. Wir lesen einen Dialog am Telefon. Autohaus, kurz und die Kleinen, Sie sprechen mit Herrn Becker. Guten Morgen, Herr Becker. Ach, Frau Arendt, wir hatten einen Termin um 9. Wo sind Sie? كان عندنا موعد في التاسعة أين أنت؟ Tut mir leid, ich hatte eine Panne. Um 10 Uhr bin ich da. Tut mir leid, ich hatte eine Panne. Ja, للأسف, tut mir leid, يؤسفني جدا. Tut mir leid, ich hatte, كان لدي تعطل. Ich hatte eine Panne, كان لدي تعطل. Um 10 Uhr bin ich da. في العاشرة سأكون هنا, في الحال. Um 10 Uhr bin ich da. Um 10 Uhr. Okay, dann bis später. إلى ما بعد حين. Gute Fahrt. Noch einmal. برد بمسح بالتليفون بيعرف بنفسه. Autohaus, kurz und die Kleinen, Sie sprechen mit Herrn Becker. Also, jetzt der Mann antwortet. Guten Morgen, Herr Becker. Nein, die Frau antwortet. Das ist Herr Becker. Sie sprechen mit Herrn... Autohaus, kurz und die Kleinen, Sie sprechen mit Herrn Becker. Guten Morgen, Herr Becker. Das ist die Frau, ja? Ach, Frau Arendt, wir hatten einen Termin um 9. Wo sind Sie? Ach, Frau Arendt, kann ich einen Termin, kann ich einen Mauert für das Jahr? Ein Anti. Ah, tut mir leid, ich hatte eine Panne. Ein Tatol. Josef Nijidan, ein Tatol. Panne, man hat Tatol. Und dann auf Hassas, die Fehl hatten, die Stück mit haben. Um 10 Uhr bin ich da, für die Aschere, sagen wir. Okay, dann bis später, gute Fahrt. Ila ma ba'da hin, wa. نتمنى لك رحلة سعيدة. Gute Fahrt. Ich hatte eine Panne. كان لدي تعطل. Ich hatte eine Panne. Ich hatte eine Panne. Ich habe eine Panne. أنا لدي الآن تعطل. بحكي. Ich habe eine Panne. أنا لدي الآن تعطل. Habe eine Panne. والhaben هو المضارع تاع الفعل. يعني زي have in English. Ich hatte eine Panne. ولكن إيش هابي ولكن إيش هات كان لدي تعطل والآن أنا مش متعطل أني مور إيش هات أنا باني إيش هات أنا باني. هذا الشيء اللي راح نركز عليه في المرات القادمة هو الفعل هاتن. الفعل هاتن من هابن أو ستيم فيرب هابن. إيش هابي أنا باني أبا إيش هات إيش هات أنا باني إيش هات أنا باني. يا جود. Und wir haben noch, ja, zurück. Also ich sage, ich hätte einen Termin bei dem Arzt, aber ich hatte einen Termin bei dem Arzt. Wir sagen also. Ich hätte einen Termin bei dem Arzt.
الترمين أنا بعمله مع مش مع الطبيب. إحنا بنحكي بالعربي إنه أنا حابب يكون لي موعد مع الطبيب. الموعد أنت في اللغة الألمانية ما بتعمله مع الطبيب، ولكن بتعمله لدى الطبيب. أيوة لدى الطبيب. كيف يعني لدى الطبيب؟ يعني أنت بتكون حاضر لعند الطبيب لأنك راح تكون يعني بدك تتعالج عنده. فإيش هاتي بحكي دائما دي أختي الموعد، يستخدم دائما preposition by. إيش هاتي einen Termin also bei dem Arzt. Ja? Einen Termin bei dem Arzt. إيش هاتي أو كان لدي. وإيش هاتي أنا أود. إذن هذا مضارع، هذا بريزنس. إيش هاتي. والبريزنس هذا بيجي فعل مضارع على سبيل التمني. تمني also wünsch verb، هذا اسمه wünsch verb، فعل تمني تحديدا. يعني شهيت يعني والله حابب يكون لي، زي I would like to have، زي ich möchte einen Termin beim Arzt haben. ich möchte، انا حابب يكون لي. مين عالم الان اذا انا احصل الترمين هذا او لا؟ يا اسمه wünsch verb. بالتالي ich hatte einen Termin beim Arzt، انا كان لدي. هذا preteritum، preteritum الهابن. Also das ist preteritum von haben، preteritum von haben، preteritum von haben، preteritum von haben، preteritum الماضي من haben. بمعنى آخر أنا بحكي ich habe، ولكن also wir sagen ich habe، إيش هاتي كان لدي وخلص. وهذا بترجع مضارع تمني. إيش هاتي دو هست، دو هاتست كان لديك، وأنت تتمنى أن يكون لديك. دو هي هاتست إرزي إس hatte hätte. Wir hatten wir hätten. Ihr hattet ihr hättet. وهكذا. Ja? Also das ist hier Wünschverb. Das ist Wünschverb. Das ist Präteritum. Und da ist Präsens. Präteritum und Präsens. Waren Sie schon mal dieses Jahr bei uns? Waren Sie schon mal وحدة الثالثة هل سبق لك وكنت عندنا في العيادة؟ يا أو نين. برجع بسأل geht es am Montag um 16 Uhr؟ طب بزبط يوم الاثنين في الساعة أم أم؟ هذا اللي بدنا نتعلمه في هذه الوحدة. أم und أم. أم und أم. Ich sage للأيام ich gehe am Montag zum Arzt. سآتي يوم الاثنين إلى الطبيب. إش جيه أم منتج أصلا هي. إش جيه أم منتج إلى الأرز إلى الطبيب. zum Arzt. ولكن إش هاب أينن ترمين بايم أرزت. لدى الطبيب. بايم أرزت. إش هاب أينن ترمين باي ديم أرزت. اللي بتصير هي بدورها بايم. يعني by them arts. ولكن سأذهب إلى الطبيب zum arts. ich gehe zum arts. ich gehe zum arts. ich gehe am Montag zum arts. ja. ich habe eine Panne. لدي تعطل. aber ich gehe am Montag zum arts. و ich gehe beim arts. beim arts. zum arts. und beim arts. ich hätte einen Termin. أنا حابب يكون لي موعد. Ich hätte einen Termin beim Arzt.
Und das ist polite, too much polite. Guten Morgen, guten Morgen. Ich hätte einen Termin beim Arzt. Geht's heute Montag um 17 Uhr? Heute Montag bis um 17 Uhr? Ja, nein, das ist schlecht. Geht es nicht am Dienstag um 14 Uhr? Okay, dann komme ich am Dienstag um. والوقت بياخد بالتالي um, ja, um. Ich sage jetzt, ich hätte gern einen Termin beim Arzt. Ich hätte gern أتمنى موعدا. إذن هي مضارع hätte. هاي أصبحت präsens للوينش على إنه وينش verb. هذا الوينش verb بيكون مقاله دائما مضارع. präsens بحكي ich hätte einen Termin. Da haben wir, da لأنه أو ما هو. Da haben wir keine Termine. Keine Termine frei. Da haben wir, aber am Montag keine Termine frei. Da haben wir am Montag. Dann اليوم باخد دائما am. هذه المعلومة اللي تعلمناها اليوم جديد. Da haben wir am Montag. Keine Termine frei. Keine Termine frei. ما عندناش مواعيد فري am Montag. بيرجع بيسأل. Geht es am Dienstag um 17 Uhr? Ja, das geht. Man buzbot. Also kommen Sie am Dienstag um 17 Uhr. Am. Okay. Jetzt, wir haben noch ein bisschen Zeit. Da möchte ich etwas wiederholen. Was haben wir von Anfang gemacht? شو اللي عملناه من البداية؟ خلينا نعمل إعادات الآن. شو اللي عملناه من البداية؟ ناخد هوا الوحدة الجديدة والمعلومات اللي فيها. يا؟ والمجموعة المعلومات اللي فيها. يا؟ So, das ist unser. Ja? Ich hatte einen Termin beim Arzt und ich hätte einen Termin beim Arzt. Ich hätte, حابب يكون لي بس يمين عالم أحصله أو لا. لأنه wünscht verb. ولكن ich hatte einen Termin beim Arzt. أنا كان لدي موعد مع الطبيب. ومش مبين. يا. Und warst du da? وكنت هناك. وكنت هناك. Und warst du da? ما منعرف. Ich hatte einen Termin. كان لدي. Ich hätte. حابب يكون لي موعد مع الطبيب. Gut. Jetzt. Damit wir systematisch laufen können. So sind wir angefangen. Termine, wir haben gesagt heute, Termine und Verabredungen. Was sehen Sie im Bild? Ich sehe Leute. Die Leute sind im Bahnhof. Die Leute, Annas, die Leute sind im Bahnhof. Im Bahnhof fil Mahatta. Gut. Und ich sehe zwei Frauen. Was sehen Sie hier im Bild? Ich sehe Leute, also hier erst, sie sind im Bahnhof. Sie warten auf den Zug. Hum yantadiruna fil qital. Sie sind im Bahnhof und sie warten auf den Zug. Nummer zwei, das sind die zwei Männer. Nein, das sind die zwei Männer und ein Kind. Aber das sind die zwei Frauen. Und sie sind im Reisebüro. Fi maktab as-safariyat. Sie sind im Reisebüro. في مكتب السفريات. Ja? Und was sehen Sie auch auf dem Bild oder im Bild? Ich sehe im Bild, ich sehe eine Frau. Sie telefoniert mit ihrem Chef. بتلفن مع الشيف تاعها. Sie telefoniert mit ihrem Chef. Sie telefoniert mit ihrem Chef. Und was macht der Junge? Der Junge,
Also ich sehe einen Jungen, ana ara shaban. Taban الشاب اللي انت رايته هو يونجا دير يونجا بس الاكوزاتيف بياخد ان من النومن يونجا لانه دير يونجا فبضلش على دير يونجا بياخد اه من الدير يونجا فبصير اينن يونجن انا اجد ارى شابا اشتيت زكس اول اوف من الفعل اوف اشتين وحكينا في بدايه النص انه الفعل راح ينفصل على اوف اشتين يا داس اس دير فيكا وهذا المنبه هذا هو المنبه داس اس دير فيكا Jetzt zwei Bilder. Was sehen Sie im Bild? Ich sehe eine Frau. Die Frau telefoniert unterwegs. Du telefonst für Tariq. Unterwegs kann man, wir sagen unterwegs. Wir sagen auch, sie telefoniert. Unterwegs. Für Tariq. Auch sie telefoniert oder sie telefoniert mit ihrem Chef. Ja? Jetzt Bild Nummer zwei. Das ist der Junge. Ich sehe einen Jungen. على فكرة لما يصير من الفعل زين يكون في عندي زي اينن يونغن هاي بناخدها في الا اينس تسفاي احنا لسه جديد علينا الموضوع هذا انه اينن هي الشيء اللي انا رأيته من يونغ الدير يونغ بيصبح دير دن اينن والاسم يونغ بالمناسبة بياخد كمان ان زيادة لأنه في إشي بنسميه اسم ناقص نحفظها الآن زي ما هي خليها زي ما هي إزاي عن يونغن أنا أرى شاب إيرشتيت أمزكس أول أوف وهو يستيقظ في السادسة صباحا للفعل أوفشتين اللي بينفصل في مجموعة أفعال رح نتعلمها أفعال انفصالية شتيت أوف بيجي البريفكس تاع الفعل بيصير صوفكس في نهاية الجملة إيرشتيت أمزكس أول أوف من أوفشتين وداس إستير فيكا نوخ أينمال إيش بيدخوله بدي أرد أعيد إيش في دهولة أو فوليا نمرة 1 دي يونغن زند إم بانهوف إم بانهوف und ich sehe Leute sie sind im Bahnhof sie warten ينتظرون auf ينتظرون في بال الفعل warten دائما لازم يتطلب preposition حتى يكمل المعنى ما بحكي ich warte dich غلط ich warte Leute ich warte sie ich warte meinen Chef غلط بدها auf الفعل warten دائما بده auf sie warten auf den Zug هاي بستنوا بهالقطار عشان يطلعوا سفي sie warten auf den Zug sie warten auf den Zug ينتظرون في القطار sie warten auf den Zug ja الان das sind die zwei Männer das sind die zwei Männer und ein Kind وطفل zwei Männer und ein Kind vielleicht sie sind nicht zusammen لربما هما مش مع بعض also مش مع بعض also das Kind ist mit der Frau eigentlich mit der Frau الكند هذا مع المرأة mit der Frau Und die Männer sind alleine. Die Männer sind alleine. Was sind die Schäfino? Zwei Männer und ein Kind. Ja, zwei Männer und ein Kind. Gut. Ich sehe zwei Frauen. Sie sind im Reisebüro. Homme fi maktab safariyat. Wal marra hay ihna hakina shwi ballashna nihki inno fi fi'l ismu haben illi bna'rafu kullayatna itsha'ab minno al-fi'l hatin madi preteritum madi basit. ماضي بسيط وحكينا انه هذا الفعل اخذ كمان هتن والمره الجاي بدنا نصرف الفعلين عن طريق يعني تيبل يا هتن هو عباره عن فينش فيرب او فينش فيرب اسمه هتن او اللي هو خلينا نسميه هنا تمني تمني والتمني هو اصلا وضعه بريزنس على فكره التمني اصلا بياخذ بريزنس يعني هو مع كونه تمني هو أصلاً مضارع وضع الإعرابي مضارع أنا أتمنى أنا حابب يكون لي موعد إيش هاتي أنا ترمين بايم آتس أنا كان عندي ترمين مع الطبيب أو شو صار معك يا إيش فادا وكنت هناك أو إيش هاتي جان أنا ترمين بايم آتس حابب يكون لي موعد إيش هاتي جان أنا ترمين بايم آتس يا ده زين فير أبا نيكست سمال ونفير مخن فايتا أوف أينهايت نمرة 5
liebe Studentinnen, liebe Studenten, ich wünsche euch einen schönen Tag noch und wir sehen uns nächstes Mal. Bis dahin, bleibt gesund. Vielen Dank.